Okay, wo fange ich an? Also zunächst mal mit dem Fakt, dass Frauen dazu tendieren, sich gerne mal über einen verhältnismäßig längeren Zeitpunkt selbst zu betrügen. Ein Nerd beispielsweise, der kann punktuell ein sanftmütiger Typ sein, bei dem die Frau das Gefühl bekommt, er versteht sie, er erreicht ihr Herz, sie kann mit ihm über wirklich alles reden und überhaupt, er ist so ein richtig guter Freund und Partner eben. Hinzu kommt vielleicht noch, dass sie nicht Angst haben muss, dass er fremd geht. Und auch vielleicht noch der Punkt, dass Frauen mit dem Alleinsein ein größeres Problem haben als Männer. Da aber muss man natürlich gleich wieder einwenden, dass gut aussehende Frauen sowieso nicht lange allein sein müssen und instinktiv wissen sie das auch. Du siehst also das oben genannte, nämlich dass Beta-Männer der ideale Freund und Partner für eine heiße Frau sind, welche die Frau verstehen und sonst was, ist nicht wirklich relevant. Ganz einfach, weil erstens Frauen Reibung und Konfrontation mit dem anderen Geschlecht brauchen. Und zweitens, Mann und Frau sich überhaupt nicht gegenseitig verstehen müssen. Musst du nicht versuchen und wird auch nicht passieren. Eine Beziehung Nerd mit heißer Frau ist in 95 von 100 Fällen zum Scheitern verurteilt. Und zwar zum verhältnismäßig frühzeitigen Scheitern. Und nochmal, ja, die Frau kann sich kurzfristig einreden, dass der Typ auf ihrer Wellenlänge ist und dass alles so romantisch ist, dass die beiden nichts auseinanderbringen kann. Naja, das Problem ist nur, Romantik und zuckersüße Zweisamkeit nach Hollywood-Klischee sind überbewertet. Und auch eine richtige Freundschaft zwischen Mann und Frau, ja, die gibt's halt nicht so, wie es sie zwischen Mann und Mann geben kann. Das ist aber auch gar nicht nötig, wie schon gesagt. Es muss wirklich Reibungen geben zwischen dem Männlichen und dem Weiblichen. Beides sind nun mal die polaren Gegensätze und ähnlich wie bei einer Batterie, da stehen Plus- und Minuspol in ständigem Energieausgleich. Man zieht sich also an, um sich unmittelbar wieder abzustoßen. Völlig natürlich und mega prickelnd, wenn du genauer drüber nachdenkst. Und ein devoter Beta-Mann oder Nerd, prickelt es denn bei einem solchen für die Frau? Nicht wirklich. Oder anders formuliert, kann der Minuspol der Batterie etwas mit einem weiteren Minuspol anfangen? Auch nicht wirklich. In der Praxis steht eine Beziehung zwischen heißer Frau und schwächlichem Mann fast immer auf extrem tönernden Füßen. Und die Chance, dass ein Beta-Mann eine heiße Frau lange für sich alleine hat, die ist einfach mal gering.